Hi Leute, herzlich willkommen. Hier ist eure Alice im Zockerland. Und das ist der Final Fantasy 15 Multiplayer Modus. Der ist noch bis heute in der Closed Beta und hat aber am, ich glaube, 11. bis 13. können wir das mal machen. Man braucht dafür den Season Pass und PS Plus. Und eigentlich wollte ich das streamen, aber wobei, heute wäre es vielleicht sogar gegangen. Es kann nämlich sein, dadurch, dass sie noch in der Closed Beta sind, dass du vielleicht 20 Minuten auf ein Match abwarten musst. Das lief aber auch da unten durch. Das war, glaube ich, auf dem Titelbild. Und jetzt steht da aber nichts, also geht's vielleicht heute schneller. Wir fangen mal an. Ja, mein Online-ID. Genau. Diejenigen, die das im Gameplay streamen. Da kann es natürlich auch sein, dass man dann die Namen der anderen Mitspieler sieht. Natürlich. Genau, wir sind Mitglieder der Königsgläven, der Kingsglaive. Spielen dann im Team mit bis zu 3 Kameraden die Quests. Die bis jetzt nicht, also es ist so, Quests an sich sind ein bisschen lame, es ist halt es ist im Prinzip wie die... Oh Gott, heute bin ich auf Niflheim. Ich war gestern in Lucis. Ich mache heute mal einen neuen Avatar. Ich habe gestern, wie gesagt, schon gespielt. Man kann natürlich noch nicht allzu viel machen. Ich weiß nicht, ob man, wenn dann später der komplette Modus raus ist, ob man dann von Anfang an mehr machen kann oder ob man da erst Sachen freischalten muss. Das ist so das Basismodell. Man kann... Ich wollte nicht auf die Brüste zoomen, der hat automatisch in die Mitte gezoomt. Man kann reinzoomen, man kann sie drehen. Hoch, runter, ja. Schön. Gesicht haben wir... Genau, man wählt nicht das Gesicht an sich, sondern man wählt die Vorfahren. Und hier ist halt noch alles gelockt. Und man kann dann halt so ein bisschen sagen, will ich mehr wie der Erste, mein Ancestor A aussehen oder mein Ancestor B oder halt den Mix dazwischen. Genauso wie mit dem Gesichtston. So. Haare haben wir 2 verschiedene im Moment. Ich nehme mal bewusst die hier wieder. Es dauert ein bisschen, bis ich das umschaltet. Ich hoffe, das geht dann im kompletten Modus auch ein bisschen schneller. Drei Augenbrauen haben wir. Ich lasse das jetzt mal, sonst dauert das wieder so lange, bis sich das umstellt. Wimpern haben wir im Moment nur 1. Das ist natürlich schon richtig badass. Achso, genau, wir spielen in den 10 Jahren, wo Noctis verschwunden ist. Während die Welt immer dunkler wurde. Facepaint haben wir. Komplettkörper-Tattoos. Ich muss das mal kurz... Ja, ich habe noch keine ausgewählt. Ah, das ist mega cool. Das ging jetzt auch relativ schnell. Auf dem kleinen Vorschaubild habe ich gar nicht erkannt, was das ist, aber es ist ja richtig geil. Das nehme ich. Dann gibt es halt noch... Das hatte ich... Hatte ich das letztes Mal gestern? Ich glaube, ja. Achso, und nochmal die gleichen nur auf dem linken Arm. Die Stimmen sind alle so suboptimal. For hearth and home. Die hören sich entweder total mädchenhaft an. And home. Die hören sich schon so, weiß nicht, so Anime-Charaktermäßig. Oder halt so richtig tief. For hearth and home. For hearth and home. Wobei, die passt eigentlich fast zu ihr. Schon fast zu tief. For hearth and home. For hearth and home. Definitiv zu tief. For hearth and home. So, das sind die Stimmen. For hearth and home. Ich finde, sie passen alle nicht zum... Also, die meisten passen nicht zu ihrem Gesicht. Also zu ihrem Aussehen an sich. Genau, man kann Größe, Bodytype, dünn, dick. Sie kriegt sogar ein kleines Doppelkinn. Das ist ganz cool gemacht. Kopf mega klein oder mega groß.
Oder halt natürlich wie immer alles dazwischen. Nacken, Torso, also Hals, Torso, Rücken. Alles kannst du dick, dünn machen. Ja, man kann ja sogar sagen, ob sie, das sieht man jetzt nur gar nicht ganz so gut, ob sie einen dicken oder einen dünnen Hintern haben soll. Man kann später auch mit den Jungs spielen und vielleicht auch mit, weiß ich nicht, ob mit Aranea oder so, aber auf alle Fälle mit den Jungs, die kommen später in einem Update dazu. Das sind die bis jetzt 4 verschiedenen Klamottenteile. Kingsglaive-Weste, Hunter. Ich weiß nicht, warum man in einer Königsuniform spielen will. Und natürlich, das ist... Ich glaube, ich ziehe heute mal das an. Man kann theoretisch den Charakter später noch editen. Das dauert aber ein bisschen länger. Also, wenn es nicht die Imperial-Uniform wäre, wäre es eigentlich echt geil, aber... Die mag man doch natürlich nicht. Die imperialen Truppen. Ich lasse es trotzdem mal an. Wobei, dann sieht man gar nicht die Tattoos. Das ist natürlich auch ein bisschen... Naja. Also das ist der Speichervorgang, wenn du den Charakter editiert hast, der dauert mal wieder ein bisschen länger. Final Fantasy und Laden, das ist ja... so eine Sache. Es gibt übrigens nur das Königs-Shirt, ansonsten gibt es überhaupt nichts davon. Ich mag tatsächlich eigentlich das Hunter-Outfit ziemlich gerne. Oh, ich sehe so böse aus. Das Hunter-Outfit habe ich allerdings noch nicht angehabt. Nur gestern zwischendurch halt beim Rumprobieren. Aber gespielt habe ich dann im Kingsglaive, in der Kingsglaive-Uniform. Achso, ja, man kann auch im Chocobo-Suit spielen. Und keine Accessoires. Dann kann man hier noch... Ach genau, Skin Color. Lippenfarbe ist allerdings mehr so ein Unterton. Ihr seht, das ändert sich fast gar nicht. Das ist nur so ein ganz, ganz dezenter Ton. Also die hat jetzt nicht mega knallige Lippen dann. Was mir eigentlich ganz gut gefällt. Sieht halt natürlich aus dann. Augen haben auch... Oh, das sieht so geil aus. Wenn man hier so auf die lilanen Augen geht oder so, man sieht es fast gar nicht. Kann ich noch reinzoomen? Ja, ein bisschen. Ja. Ja, das sind halt auch alles mehr Untertöne dann. Haare, man kann die Haare richtig geil machen. Da sieht man es dann auch wirklich. Ja, das war schön. Dann kann man hier noch so Highlights reinsetzen. Augenbrauen kann man auch in der, also... Vor allem, das sieht auch echt gut aus, weil ich habe halt schon... Ich glaube, das war bei Mass Effect, oder? Wo die richtig krassen Farben einfach wie schlecht gefotoshoppt aussehen. Und hier, das sieht einfach richtig gut aus, finde ich. Genau, also jetzt kann man noch so richtig Highlights in die Haare setzen. Das lassen wir mal. Und man kann, ich zeige das jetzt nur mal ganz kurz beispielhaft, am Top kann man halt auch die Farben ändern. Und zwar für verschiedene Areale. Da kann man sie halt auch nochmal richtig austoben. Das ist wahrscheinlich der Rücken. Achso, ups, die Arme. Hab ich eben gar nicht gesehen. Das ist der Rücken. Und das ist die andere Rückenhälfte. So. Boah. Kannst du einfach jedes Areal selbst die Farbe bestimmen. Und zwar fürs Oberteil, fürs Unterteil, für die Schuhe und für die Handschuhe. Facial Structure ist eher dezent. Das ist dann eher so ein bisschen schon in Richtung von Mass Effect. Man kann nicht... das Gesicht ganz extrem verändern. Ich weiß gerade gar nicht mehr was. Ja, man sieht es im Augenbereich, im Augenbrauenbereich, verändert sich das halt so minimal.
stehen halt ein bisschen mehr vor oder ein bisschen weniger vor. Ich weiß nicht, wie man das noch ändern kann, wenn man halt mehr Gesichter zur Auswahl hat. Ob sich das dann mehr auswirkt. Und wir finishen das mal. So bleibt sie. Ja, ich nehme mal an, dass das damit zu tun hat, wenn ich jetzt irgendwelche komischen Umlaute wie ein Zirkumflex oder so ein Scheiß habe, dass das nicht in allen Regionen angezeigt wird. Weil ich den anderen ja schon Alice genannt habe, den ich den mal erkläre. Und wir starten in Outlistalum. Bis jetzt, es wurde sich ja von vielen, vielen, vielen Fans gewünscht, dass es halt Open World ist, also komplett Open World. Mit Niflheim auch. Wünschen wir uns das nicht alle? Ist einfach mega geil, wenn die im Hauptgame auch nochmal Niflheim komplett erkundbar machen würden. Oder Tenebrae. Naja. Na, man kann sich hier in Outlistalum halt ein bisschen umgucken. Da stehen ein paar Schilder. Also man kann halt ein paar Sachen lesen. Und dann kann man mit Kor sprechen, wenn man eine Quest machen möchte. So, man sieht, es sieht halt einfach alles mega düster aus. Und hier haben wir... Genau, die Gleven funktionieren halt ein bisschen anders als Noctis. Wenn auch die grundlegende Steuerung das gleiche ist. Man hat halt ein Healing Spell, den man mit L2 und Dreieck benutzt. Wenn da Leute im Umkreis stehen, also aus meiner Truppe, dann heile ich die auch automatisch mit. Ja, genau. Wir haben ein... Ich weiß gar nicht genau, was das für ein... Der Angriffszauber, was das genau ist. Man weiß es nicht. Ich mache halt irgendwas. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Wir haben da so ein Trainingsdummy. Genau. Barrieren kann ich auch machen. Das ist... Ich habe es fast nie gemacht. Also gestern. Das sollte man vielleicht tun. Ich weiß es nicht. Die Kameraden, die dann dahinter stehen, die werden halt auch geschützt dadurch. Und ja, blocken. Blocken ist halt genau das Gleiche. Was haben wir hier noch? Ja, alle sollen Hunter werden. Lasst mich durch. Ja, das ist ja... Ja, naja. Da steht Core, den muss man dann halt ansprechen. Achso, genau, deswegen hatte ich die Frisur gewählt. Die Haare. Wie geil sich einfach mal die Haare auch bewegen. Echt, das ist richtig, richtig geil gemacht. Genau. Und das Three Seas Motel hat leider auch geschlossen. Das ist so traurig. Was haben wir hier noch? Ach genau, die ist nämlich, das 3Z Motel ist jetzt unter der Aufsicht der Hunter. Und wenn man Unterkunft sucht, soll man sich doch an den nächsten Hunter wenden. Und bei dem Herrn hier kann ich halt meinen... Da komme ich nämlich wieder in das Avatar-Menü. Ich könnte jetzt auch mit Alice weiterspielen, die fast genauso aussieht. Nur halt das Königsgläven-Outfit anhat. Kann meinen Charakter editieren oder halt neue erstellen. Irgendwas. Genau, das sind meine Waffen, die ich habe. Ich nehme mal an, ich kann auch andere freischalten und vielleicht später kaufen. Genau, ein Katana. Schatten. Der Hammer ist an sich geil, aber mega schwerfällig. Zeige ich euch gleich auch einmal. Dann habe ich Shuriken. Und Dolche. Okay, das sind die... Ja, Crimson Flash, das macht Sinn, dass das
die Fire-Type-Dinger sind. Ich war mir gestern nicht mehr sicher. Die haben wir natürlich. Okay, ich kann sie jetzt gerade nicht ausrüsten. So. Der Praktor ist natürlich ein Kaktor, an dem man üben kann. Da ist er. Hier haben wir dann mit L2 und Kreis. Das ist nämlich der Angriffszauber. Keine Ahnung, was der ist. Er ist auch nicht so mächtig. Ja. Ja, mit L2 und Dreieck gehen. Ich kann trotzdem weiter üben, oder? Nein? Hallo? Genau, das ist der Heilzauber. Hä? Achso, sorry, ich habe Dreieck gedrückt. Genau, ich kann mich auch warpen. Das ist halt so alles das Gleiche. Mit Kreis hole ich immer noch drauf. Dann mal die. Dann mal die. Und jetzt kommt der Mega-Hammer. Weil jetzt geht's eigentlich. Ja, also. Er nimmt natürlich richtig viel Schaden weg. Das war's. Tschüss. Könnte ihn vielleicht theoretisch auch töten. Weiß nicht, ob man das töten nennen kann. Naja. We've left town until Mr. Sun is ready to rise and shine. So, das war alles, was man hier halt machen kann im Moment. Nur ein bisschen umgucken, ein bisschen Informationen sammeln. Und dann gucken wir mal, was Kor für uns zu bieten hat heute. Come back for more? Ready for another mission? Up to 4. Im Moment kann man, glaube ich, auch nur 4. Es sind immer die gleichen 3 Quests. Davor habe ich ein bisschen Angst. Ah ja, guck mal, da gibt es zum Beispiel schon neue Waffen. Ich weiß noch nicht, was es mit den Meteor-Shots auf sich hat. Es wird wahrscheinlich zum Upgraden des Charakters und vielleicht, ja, Gil gibt es zum Waffenkauf dann, denke ich mal. Das hatte ich gestern gespielt. Da läuft man halt einem Truck hinterher, den man beschützen muss. Dafür gibt es dann 100 Shots, 300 Gil und ein Schwert. Ich glaube, das habe ich gestern gar nicht mehr ausprobiert. Und dann, ich mache jetzt mal das, weil das einfach so schön am einfachsten ist. Wobei, ich mag Garolas eigentlich. Wir machen mal ein Quick Play. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Weil gestern saß ich wirklich. Oh! Basecamp created. Good luck. Gestern saß ich wirklich, wirklich, wirklich lange da. Ich glaube. Halbe bis dreiviertel Stunde, bis das mal geklappt hat. Ich weiß auch gar nicht, ob. Also, das ist jetzt. Das scheint jetzt irgendwie mein Camp zu sein. Oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich auch einfach irgendeinem fremden Camp anschließen kann. Ich weiß es nicht. Wir können jetzt theoretisch hier auch wieder noch rumlaufen. Irgendwann bricht es aber ab. Also, hatte ich gestern zumindest. Wenn die Zeit runtergelaufen ist, ist es sowieso fängig. Dann kann ich Kor wieder ansprechen. Dann wird mir ein neues Basecamp created. Ja. Und jetzt steht halt immer noch ewig Searching for Players da oben links. Achso, genau. Schön wäre es natürlich auch, hat da auch schon jemand mal geschrieben, wenn man sich den Server irgendwann mal aussuchen kann. Na, oder hat er doch schon gefunden? Okay. Anscheinend habe ich doch ein Camp gefunden. Das ist nix, Dolch, oder? Müsste... Okay, ich habe ein Camp. Ilya, Miles und Fine joined my party.
Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwas... ich glaube, ich kann hier nichts machen. Deswegen, hi, Peoples. Starten wir einfach mal. Oh, man kann auch Quick-Chat... Scheiße, das könnte ich euch gleich noch zeigen. Nee, kann ich nicht. Hier mit R2 kann man auch Quick-Chats machen. Man den Leuten halt so ein bisschen... da... Aber ich will doch keinen... Greift der mich auch an? Achso, genau, man kann doch... Ups! Das fuck. Ich wollte eigentlich das Scheißding einsammeln. Das da. Winzig Dankeschön. Jetzt hat sich mir nicht genommen. Ist schon tot und ich hau immer noch drauf. Das kann ja auch am besten. Also. Noch 10. Da. Das ist halt einfach jetzt Hack and Slay wie bei den Time Quests. Da ist noch eins. For hearth and home. Ja, ich kann keinen Warp Strike machen, wenn ich in der Stase bin. Au. Könnt ihr mich einfach mal dahin warpen? Oh, das kriegt sich ja gar nicht ganz auf. Ich war mal so schön mit noch zu. Was? Wo? Da. Ich war zu spät. Du bist verdammt schnell im Umdrehen. Ich bin einfach auch mal wieder mit am schlechtesten. So. Das ist geschafft. Oh, hier, ich will das Excellent Tenderloin haben. Die sind alle einfach so... Oh, sorry, das ist das Kabel am Mikro. Ah, die hat sich ein richtig schönes Outfit da gemacht. Mit Farben verändert und so. Ich bin mal gespannt, ob jetzt noch eine Follow-up-Quest kommt. Das werden wir gleich sehen. Erstmal geht's ins Camp zurück. Genau, da gibt's dann die XP und Monika kocht uns ein schönes Gericht. Leave it to me.
Jeder kann sich halt aus dem Kampf immer eine Zutat mitnehmen. Und Monika macht dann daraus ein schönes Gericht. Und das sieht tatsächlich auch mal schön aus. Ich habe gestern so einen ekeligen Scheiß gehabt. Bäh. I'd be more than happy to cook for you again sometime. It's quite therapeutic. Es gibt, was ich auch vergessen habe zu zeigen, noch Sigillen, Sigils. Ah ja, Core hat eine New Quest. Ja. Oh, scheiße, das war ich nicht. Das ging automatisch weg dann. Ich glaube, wir sollen irgendeinem Hunter helfen. Das spiele ich jetzt mit dem gleichen Team wieder. Und danach ist nämlich dann Schluss. So, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Hier kann ich dann halt meine Waffen wechseln. Ich guck mal gerade. Nee, was habe ich denn für eine Waffe bekommen? Ach so, die waren das. Tausche ich die gegen die aus? Oh, guck mal, da hat er dann einen anderen Angriffs. Oh ja. Oh ja. Attack 96 statt 24. Und, also genau, die Waffen leveln sich auch automatisch mit auf anscheinend. Die hat ja jetzt mehr XP als die. Genau, und da ist dann Thandara als Zauber. Hier kann man sich dann nochmal die Attribute angucken. Ich nehme mal das hier. Genau, und hier sind dann die Sigillen. Die sind gar nicht so, also man, die machen halt auch immer ein bisschen Abstriche. Bis auf den, gut, der ist jetzt okay. Aber hier hast du halt zum Beispiel, du kannst zwei Offensive Spells machen, hast dafür dann aber weniger Stärke. Und hier hast du mehr Stärke, aber weniger MP und kannst dadurch anscheinend keine Heilzauber mehr machen, weil du zu wenig MP hast. Und hier hast du mehr MP, aber halt weniger physische Stärke und weniger HP. Und ich glaube, man kriegt auch noch andere Sigillen dann. So. Und hier sind dann halt nochmal die Fireside Chats. Wie du gerne kämpfst. Ja, sowas in der Art. Kriege ich das wieder weg? So. Also. Gehen wir mal auf die zweite Quest. Ich spiele das jetzt einfach einmal durch. Und nach der zweiten. Ach so, da muss ich wieder. Nein! Okay. Fuck. Was sind eigentlich die gelben? Was kann ich? Ach so, das sind die. Gut. Ja, check. Hallo! Möchtet ihr vielleicht nochmal mitspielen? Ich weiß, ich war auch gerade nicht so richtig bei der Sache. Aber das heißt ja nicht, dass alle anderen auch einfach mal raus sollen. Ich bin ganz schlecht im Beschützen. Das ist immer so. Es ist okay, wenn das da hinten explodiert, aber. Oh, scheiße, ich starte. Ich hasse die Bomber. Ich hasse die Bomber. Ich werde gerade angerufen. Ah!
Nicht explodieren! Max, fuck! Scheiße, die sind auch auf der anderen Seite! No! Kümmert ihr euch mal hier rum? Ich kümmere mich mal hier um die andere Seite, Kinder. Man muss sich hier doch aufteilen, das geht doch nicht anders. Schön. Nee, die wollte ich doch haben eigentlich. So bleibst du wohl von der Hütte weg, du Arsch. Lässt du wohl die anderen? Oh. Ups. Oh, danke schön. Voll cool. Wo ist, wieso hat er es mit dem Love Strike gerade so lange gedauert? Oh, ich bin schon wieder in. Oh fuck, ich bin fast tot. Ich glaube, das wird jetzt mal nichts mit dem scheiß Iron Giant. Drauf! Hau drauf! Oh, jetzt hat er um sich. Oh. Oh nein, da ist es, wo ist es, was? Oh, shit. Es ist gerade tatsächlich einfach. Oh. Es fällt uns allen in der Arsch. Oh fuck, einer ist tot. Aber kann man dich noch heilen? Wahrscheinlich nicht. Ja! Jetzt sind wir alle dran. Scheiße. Oh nein, versagt. Gestern habe ich es geschafft, also nicht das. Oh fuck. Weil ich quasi der Leader war, weil das mein Kämpfer, wenn ich tot bin, dann ist Feng. Shit. Oh no, gestern war die andere Quest, gegen einen Ronin zu kämpfen und das ging echt gut. Aber der Iron Giant hat uns fertig gemacht. Scheiße. Oh no. Sorry, Leute. Es tut mir leid. Ja. Das, Gott, das war ja wie zu ganz Anfang von Final Fantasy XV, als der Iron Giant noch schwer war. Ich würde erstmal behaupten, dass es ein bisschen anspruchsvoll war, weil ich Gott sei Dank nicht die Einzige war, die total versagt hat. Bis auf Miles waren wir am Ende alle ein bisschen fertig. Naja, das ist
bis jetzt das, was der Multiplayer zu bieten hat. Ich habe jetzt tatsächlich gerade nur die Testversion von PS Plus, werde mir dann aber zumindest erstmal für einen Monat, wenn der komplette Multiplayer raus ist. Achso, man soll dann vielleicht auch die Quests alleine spielen können, wenn man wie ich keinen Bock auf andere Menschen hat. Nee, aber ist ja schon ganz lustig. Wenn man sich gegenseitig auch helfen kann, ist das, glaube ich, ganz hilfreich. Ja, ich werde das dann auf alle Fälle nochmal anzocken, wenn der komplette Modus raus ist. Um zu gucken, ob sich das lohnt. Ich bin überhaupt kein Online-Multiplayer-Mensch. Deswegen habe ich auch kein PS Plus, weil sich das für mich nicht lohnen würde. Ja. Wie immer, für Final Fantasy mache ich das natürlich. Zumindest mal zum Ausprobieren. Ich hole mir jetzt nicht gleich ein Jahr, erstmal einen Monat, wie gesagt. Ja, das war das. Ja. Ich weiß nicht, wann jetzt der komplette Multiplayer irgendwann mal rauskommt. Ich vermute mal im September, weil für September was Großes fehlt. Hatte ja schon mal gesagt, dadurch, dass im Juli ja Prompto kam und im Dezember erst Ignis, fehlt ja was für den September. Deswegen vermute ich mal, dass sie jetzt einfach noch Daten sammeln über die Beta und das dann Ende September veröffentlichen. Ist meine, keine Gewähr, ihr wisst, ich habe keine Ahnung von nichts. Ich schätze es einfach nur. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Könnt ihr, wie gesagt, ich freue mich immer gerne über Kommentare, schreibt mir da mal was zu. Ja, danke fürs Zuschauen und dann bis bald. Tschüss.